Johnny Sins, Alter! What's up? Ich bin Domina und alles, was in dem Bereich gewünscht ist, mache ich. Also Menschen mögen den Arsch vor Augen bekommen. Aber come on, das ist ja dein Orgasmus. Na, ihr Bitches. Na, ihr kleine Schlawiner. Das ist alles meins. Alle meine Filme. Ich bin gefangen. Hallo, hier bin ich. Ich bin hier. Falsches Loch, Egon. Ja. Wenn wir so gierig. Sie kennen ihn alle! Bruder, fick mein Arsch, wer macht? Guck mein Arsch! Guck mein Arsch von Seite! Ah! Lass mich raus! Let me out! Let me out! Ey, der will mich ficken! Was macht der? Das war nicht abgesprochen, lass mich raus! Wie ist das Codewort? Mein Codewort ist Pineapple! Pineapple Juice! Lass mich raus! Herzlich willkommen, wir sind auf der Venus! Ich hab Schweine gesehen, ich hab Tiere gesehen, ich hab Kühe gesehen, ich hab alles gesehen! Wir gehen heute rein, Freunde, wir wollen herausfinden, warum Pörknuss-Erstellerin Pörknuss machen. Alter, geil, Berlin Tag und Nacht. Pete, darf ich dich was fragen? Machst du schon. Hast du wirklich die Damen, die du alle im Berlin Tag und Nacht bei dir hattest, weggeknallt? Nein, die sind alle aufblasbar. Die werden am Wochenende aufgeblasen von zwei Praktikanten und unter der Woche liegen sie flach auf der Erde. Wie macht man hier Frauen klar von die Pörknuss? Mit dem Pullover schon mal nicht, Schatz. Ja. Wofür verwenden sie das? Ah, wie für so, was ich's verwende? Ich habe eine Webseite auf flickr.com. Flickr.com? Ja. Hallo? 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 Hi. Do you make pornskins? Sorry, what? German? Machst du Pörnös? Ach so, nein. Nicht? Was fehlt, dass du das machen musst? Ich mach's einfach nicht, weil es mir keinen Spaß macht. Was machst du? Ich verkaufe getragene Unterwäsche und verkaufe Bilder und Videos. Machst du Onlyfans? Ja, auch. Wie heißt du da? Coconut Kiss. Coco Nugget, wann hast du damit angefangen? Vor circa einem Jahr. Warum? Ja, weil es Spaß macht und gutes Geld bringt. Entschuldigung. Was? Haben Sie Sex? Ja, ich habe Sex, du nicht? Hier, Rochen. Rochen, ja, die super Kondome. Ja. Wollen Sie die haben? Ja, ja, und was ja. Was verkaufen Sie hier so Schönes? Nein, wir sind alle selber Prostituierte. Echt jetzt? Ja. Wie viel? Also jetzt. Wie viel kostet? Ja, ja. Genau. Unterschiedlich. Wenn es jetzt passieren würde zwischen uns beiden. Wenn eine normale halbe Stunde, ab 100. Dann sind Sie aber schon im Edelbereich, oder nicht? Bitte? 50 und du kriegst noch nicht mal 6. Bei 150 kriege ich kein. Nee, aber den Arsch voll. Das kann ich aber gut. Und womit? Damit zum Beispiel. Bitte Pause! Was sind das für Männer, die sich für Geld einen Arsch hauen lassen? Menschen, die das genießen. Es gibt Masochisten, es gibt Menschen, die den demütigenden Aspekt gut finden. Andere Leute schalten durch Schmerz ab. Aber ich meinte jetzt eigentlich nicht nur das Verhauen. Wie sind Sie denn in dieses Berufsding reingekommen? Haben Sie das aus Lust gemacht oder? Die meisten fangen an wegen des Geldes. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach total viel Spaß am Sex haben und das deswegen anfangen, aber in der Regel ist es das Geld. Ich bin Domina und alles, was in dem Bereich gewünscht ist, mache ich. Also Menschen mögen den Arsch vor Augen bekommen, andere möchten Rollenspiele haben, wiederum andere stehen auf Nadeln. Was war das Verrückteste, was Sie bis jetzt getan haben? Dass jemand zu mir gekommen ist und den Preis für eine Stunde, 260 Euro, dafür ausgegeben hat, nur mit mir zu sprechen. Aber Nadeln wohin? In die Eier? Ja, zum Beispiel. Blutet aber ziemlich, ist also nicht für jeden was. Wie sind Sie dazu gekommen? Oh, ich bin selber seit über 25 Jahren im BDSM-Bereich und man verdient gut. How did you get into the porno industry? I'm a Domina and a fetish influencer. What fetish are you making? Feet. Feet? Yes. Here. In my mouth? Yes. How much? 300. And where did you make the boobs? Ah, in Turkey. How much? Free. Free? Free. Man sieht's. Der genießt es. Denkst du, der Mann kommt davon? Was Hi. Machen Sie beruflich? Also hauptberuflich bin ich Studentin tatsächlich und nebenbei mache ich einen Bonus. Wie alt bist du? 21. Wie bist du da reingekommen? Ich hatte Bock drauf. Ich war schon immer ein bisschen sexueller, bin sehr offen und durch eine Freundin, die hat mich da so ein bisschen reingebracht und habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich bin tatsächlich Single, dadurch muss ich mir immer Drehpartner suchen, aber ich habe sehr viele Solo-Videos auch gemacht, auch public, sehr viel, mein Riesenrad-Video oder am Bahnhof. Wie heißt du denn? Sweet Genie. Und ich habe gestern einen Award gewonnen.
Für was? Shooting Star 2023, Venus Award. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, meine Mama juckt es nicht, aber ich habe auch nicht so viel Kontakt zu meiner Familie. Dein Vater? Ja, der weiß das ja nicht, der ist seit 20 Jahren tot hier. Entschuldigung. Wann dürfte ich Sie was fragen? Die hatte was im Gesicht, das war nicht ihr Gesicht. Da war was drüber. What's the best girl here? Texas Patty. Texas Patty? Ja, ja. Hast du schon mal auf die geschleudert? Nein, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht, ja. Lüg doch nicht. Nein. Du Lügi. Wie bist du in diese Branche gekommen? Ich wollte es schon immer machen. Also ich habe mich sehr früh dazu entschieden, das zu machen. Wie alt warst du denn? 21. Ich habe meine Ausbildung als Bankkauffrau beendet und dann habe ich gedacht, jetzt. Warum? Geld oder Lust? Lust. Also ich habe angefangen und habe professionell geshootet. Und danach habe ich meinen Mann kennengelernt, da habe ich nur noch mit ihm gedreht. Und dann zwischendurch habe ich auch noch mal ein bisschen für Brothers. Was ist deine Spezialität? Ich kann sehr gut blasen. Was machen Sie dann? Sorry, ich parle que français ou anglais. What you make in Französisch with me? Non, mais je parle que français, baby. No touchy touchy. Show avec moi. Nein. Come with me, buddy. Yeah, no, oh my god. Der Mann hat's geschafft. Come on. Was denn? Du hast es geschafft, Bruder. Ja. This is my baby. Baby, come on. Summer, was machst du denn beruflich? Ich bin Darstellerin. Und wie bist du da reingekommen? Ich habe schon immer sexuell offen gelebt. Also schon immer mit mehreren Menschen gehabt, nicht nur mit einer Person, weil ich finde, dass wir für Monogamie nicht gemacht sind, finde ich persönlich. Okay. Haben wir uns halt gefilmt, ich und mein Mann, dann haben wir es ins Internet gesetzt, dann habe ich gesehen, lässt sich gut Geld mitverdienen, bumm, hier bin ich. Was war das Verrückteste, was du bis jetzt gemacht hast? Da war an der Siegessäule in der Rikscha gedreht, also wie viele Männer hattest du bis jetzt? Der Verschleiß ist hoch und ich habe schon ein paar Meter in meinem Leben weggesteckt. Digga, der Jigo hat vorhin die Frauen gezwiebelt, Alter. Hast sie weggezwiebelt? Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung? Nee, aber warst du drinnen gewesen bei denen? Private-Bereich? Ja. Was haben die gemacht? Geh doch auch mal rein. Nee, ich trau mich nicht. Ach, erzähl doch nicht. Aber waren die zu zweit oder warst du alleine? Waren zu zweit. Und hast du reingesteckt oder? Nein, ich hab private. Also nur getanzt oder? Ja, ja, also private. Haben die Schnulli berührt? Entschuldigung. Dürfte ich fragen, wie viele Sie schon weggehauen haben? Heute? Insgesamt? Im Leben? 400. 400? Machst du das beruflich? Nee. Du bist einfach nur Gigolo. Ja, ich liebe Frauen. Wie machst du das mit den Frauen? Erklär mal ein bisschen. Zehn Nutten, alt Nutten. Ach so. Ja. Schönen Abend, ja. Sprichst du Deutsch? Nein, Englisch. Are you Domina? I am Mistress Kenya. What are you doing here? I'm just visiting the show. Are you and doing? Having also my shows on the stage. When did you join this job? Like 15 years ago. Why? Because that's my nature. You like to slap man? You want to try? Slap me in the ass. Slap me in the ass. Was für ein Gefühl. Boah. Digga, das hat scheiße wehgetan, Digga. Fick meine. Oh, Verzeihung. Was machen Sie hier? Ficke. Was machen Sie hier? Wir arbeiten hier. Und was machen Sie beruflich? Wir sind Drag Queens. Wir rennen hier so rum und dafür werden bezahlt. Werden Sie auch für Chiki-Piki bezahlt? Erstmal hörst du auf, Sie zu sagen. Ich hab so einen Respekt. Ja. Wegen der Höhe. Es ist nur die Höhe, ja. Gut gerettet. Ja, gerade. Wegen der Länge. Ah, ja, die Länge ist entscheidend, das stimmt wohl. Bist du auch im Kopf? Nee, ja, bist blöd. Du, ob du schon mal bezahlt wurdest für Zekilecki? Jein. Also ich war schon immer versaut und dachte mir dann so, fang einfach mal mit Webcam an. Ist bezahlt schon mal einer reingeslippt? Oh, das willst du jetzt unbedingt wissen, ja? Ja. Das bleibt mein kleines Garten. Was verkaufen Sie hier? Schöne Sache. Was zum Beispiel? Peitschen, Masken, Halsbänder. Was tragen Sie am liebsten? Ich mag die Peitschen. Machen Sie das bei Männern? Ja, klar. Machen das auch Männer bei Ihnen? Nein. Sind Sie der Hypnosemeister? Ich bin der Hypnotiseur. Aber wie hypnotisieren Sie die Menschen? Naja, indem ich sie in Trance bringe. Das ist die Fähigkeit des Hypnotisierens. Also man führt die Person in einen Zustand der Entspannung. Die Hypnose ist ein Zustand des starken Fokus, wo man genau auf eine Sache konzentriert ist. Und in dem Fall der Entspannungshypnose ist dann die eigene Entspannung. Kommen dann die Menschen? Also man kann mit Hypnose nichts machen, das die Person nicht will. Man kann aber auf Prozesse zugreifen, auf die man sonst nicht zugreifen kann. Beispiel, Zap. Oh, wer sind Sie denn? Hallo. Spricht nur Englisch. Aber, come on. Sie hat einen Orgasmus. Stop. Das Stop ist, weil sie dieses Nein. Jahr, die kriegt dieses Kannst Jahr kein, die kriegt dieses Jahr keinen vollen mehr. Nein, das war ein echter Orgasmus. Nochmal. Come hard. Nam. Come hard. Come hard. Come hard.
Stil. And stop. Das ist ja geisteskrank. Was machen Sie beruflich? Ich mache Onlyfans. Ihr und ihr alle? Onlyfans. Ja. Auch. Habt ihr schon mal gegen Geldpacks gehabt? Einmal. Wie viel hat er bezahlt? 400 Euro. Würdest du es für 400 machen? Nein. Wie viel kostest du? Wenn, mache ich es nur für eine Nacht. Und dann will ich 1000. Es waren keine 2 Minuten. 2 Minuten, 400 Euro? Ja, hat nicht lange durchgezogen, also durchgehalten. Du? Bei mir gibt's das nicht. Aber Videos? Gibt's auch. Solo? Und gemeinsam. Und wie bist du da reingekommen und wann? Vor einem Jahr. Warum? Ich hatte einen Autounfall und Auto herrichten war teuer und OnlyFans. Berlin Tag und Nacht, ich habe alles verfolgt. Auch, ne? Und dann irgendwann? Warum hast du dich entschieden, irgendwann Brüste zu zeigen? Warum nicht, ist die Frage. Was ist daran schlimm? Mein Lebensmotto? Ja, man kann eine Frau mit Küssen zum Schweigen bringen oder ein Schlag in eine tut's auch. Wie ist finanziell jetzt die Lage? Hat sich das extrem verbessert? Ja, vor allem, weil es einfach ein Job ist, der einem Spaß macht. Was war der pure Antrieb? Lust oder Geld? Das Geld gar nicht. Einfach, weil ich es gerne mache. Crazyste, was du tätowiert hast? Also hier ist schon ganz crazy, weil hier ziehen sofort alle blank. Hier geht's auf den Sch**. Hier geht's eigentlich gar nicht, was auf die Leute... Auf den Penis, direkt zwischen die Beine, auf die raus, auf die ringsrum. Hier gibt's auch nur Nuppel und Piercings. Also es scheint hier keine normale Welt zu geben. Hey, ich dachte, die macht TikTok-Tänze. Was macht die denn hier? Ja, ich pack's dich, Johnny Sins, Alter. What's up? What are you doing here? Just here for the show. How many girls did you have? How many what? How many girls did you have in your life? I don't know, man. Too many to count. What was the nicest girl for you? They're all amazing. I hate to name just one. When you have to choose one, which one? Never choose just one, man. There's so many good ones. How did you get into the porn industry? I actually pursued it. I knew I could always do it for some reason. And just pursued it and I got lucky and it worked out. Nice meeting you. Der hat alles gescheppert, was geht, Alter. Alles hat er gescheppert. You're a legend, man. Thank you, my How man. How many girls did you have in your life? How many girls? Couple of thousand, 2000. How did you get into the porno industry? I just realized I had a big dick. And then I was like, you know, let's do some fun with this. And I ended up in porn. So. If you could choose one girl, which one? What, just one forever? Yeah, just one, Probably my girlfriend. Did you make a porn with her? No, she won't. I keep trying, but she doesn't, you know. How is it for her? She supports, she's good, so. Ich bin Darstellerin und Camgirl. Seit Januar letzten Jahres, anderthalb Jahre jetzt. Ich wollte einfach was machen, wo ich frei bin, wo ich mir die Arbeit selber einteilen kann und mit dem Job perfekt. Hättest du doch YouTube oder Influencer gemacht? Hätte ich machen können, aber mein Weg war wisse dix. Ich zeige einiges, man sieht einiges von mir, ich drehe Filmchen und man kann mich in der Cam besuchen kommen. Ich habe einen festen Drehpartner, ab und an hole ich mal jemand anderes dazu, aber... Mit dem Kameramann, könnte der das zusammen da mitmachen, oder? Ich muss ihn mal angucken. Wird nichts, ne? Dacht Tut mir leid, auch, eher mit dir. Ich wollte Sie fragen, Sie sind ja blind, oder? Ja. Können Sie das spüren, die Leute hier, oder wie ist das für Sie? Weil Sie sind ja sehr viele nackte Leute. Also davon kriege ich leider recht wenig mit, aber ich habe eine Begleitung dabei, die mir ein bisschen was beschreibt. Beschreiben Sie ihm immer, dass die Frauen sich hier selbst anfassen und sowas? Ich beschreibe, was die Mädchen anhaben, ob sie nackt sind. Sind Sie das schon immer, oder? Nee, seit 9 Jahren erst. Und, haben Sie davor schon mal Pornos gesehen? Ja, klar. Natürlich. Ich habe ihn auch früher schon begleitet ins KitKat und wie heißt das andere? Insomnia. Ja, im Gargoyle damals noch. Wie krass. Was machen Sie beruflich? Ich bin Webcam-Girl. Sternchen. Sind Sie quasi eine Granny? Ja, ich bin eine Granny. Ein Gilf? Ja. Wie alt sind Sie denn, ich frage doch? 62. Macht Sie noch Spaß wie am ersten Tag? Aber Wahnsinns Spaß. Wann haben Sie sich dazu entschieden? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren erst? Ja. Wollten Sie nochmal die Jugend nachholen oder was? Ich wollte Spaß haben, den ich früher nicht hatte. Das ist es, ne? Ja. Und haben Sie da nochmal richtig die Nudel gewirkt? Ja. Und hauptsächlich mit jungen Männern. Solchen wie mir? Ja. Hätten Sie da Lust? Warum nicht? Sollen wir das machen? Wie viel kostet's? Wie viel wird's für mich kosten jetzt? Blanco. Blanco. Ich liebe Blanco. Ich habe auch Tests, also kein Problem. Ja. Überlege ich mir nochmal. Okay. Machen wir dann später. 200 Euro die Stunde. Wenn ihr wollt, Wiki pur. Lalala.